So, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge Let's Play Ratchet & Clank 3. Mein Name ist PlayzGamer und es geht tatsächlich weiter. Ja, ohne 15 Monate Pause nach dem Video hier vor. So. Okay, wir müssen hier hin. Ich weiß nicht, was ich... Ach, wir müssen wahrscheinlich das Spiel spielen, ne, was wir letztes Mal bekommen haben. Das können wir hier. Es hat auch immer ihr beiden, ne? Von A nach B laufen, von B nach A. Dies ist die wahre Geschichte, von der Captain Quark hofft, dass niemand davon erfährt. Das unautorisierte, unzensierte und völlig unglaubliche fehlende Kapitel der beliebten Quark-Reihe. Bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil. Ein kleiner Rat, Nefarius. Nur nicht den Kopf verlieren. Quark dachte also, die Gefahr für die Galaxie sei für immer abgewendet. Doch damit lag er falsch. Hoch den Po. Hat jemand was gesagt? Warum hat das so lange gedauert? Ich habe noch neue Gardinen für die Folterkammer ausgesucht. Echt Samt mit goldenem Spitzenrand. Ach, die machen den Raum gleich viel freundlicher. Das ist jetzt egal. Schnapp dir Quark und lass uns verschwinden. Natürlich, Sir. Oh, Quark, du bist anders als die anderen. Nach dir will ich keinen Mann mehr. Das sagen sie alle. Wo bin ich? Du bist in meinem Geheimkerker und ich erwarte die brutalste, gemeinste Strafe, die ich mir vorstellen kann. Komm, Lawrence, Zeit für meine Massage. Oh, schön. Mit seiner Antenne konnte Quark schließlich das Schloss seiner Zellentür knacken. Fast geschafft! Doch blieb seine Flucht nicht unbemerkt. Oh, oh. Okay. Drücke die Kreistaste, um einen Blaster abzufeuern. Halte die R1-Taste gedrückt und bewege den linken Analogstick, um präzise zu zielen. Vielleicht sollten wir das Gelände mit kochender Säure fluten. Oh, deine Denkweise gefällt mir, Lawrence. Ich bin so ein Fan von Lawrence. Okay. So, jetzt haltet mal die Klappe. Ich will Let's Play. Oh, voll dumm. Ist das Englisch? Ich meine, ich erkenne Englisch, aber im Sinne von, warum haben die noch englische Sprachdateien hier drin? Ja, ich wollte doch hier rüber. Ach Gott, ich bin auch, war auch wirklich... So, gut. Was, sie haben schon einen Kontrollpunkt erreicht. Das ist gut, glaube ich. Ach, ja, ich könnte jetzt hier weiter, aber ich will doch immer gucken. Ja, da wäre doch was gewesen. Okay. Wie mache ich das? Aha. Aha. So, nimm... Mann! Okay, jetzt. Und hepp. So. Okay, das war schon weg. Ist das die Stimme von Patrick? Hat Captain Quark die Stimme von damaligen Patrick? Also aus SpongeBob. Für die Leute, die es nicht gerafft haben. Okay, gut. Was wollte ich eben sagen? Ich find's schön, dass wir in der letzten Folge so Missionen gemacht haben und Gegnerwellen abgearbeitet haben. Und jetzt dürfen wir das nächste Quark-Videospiel spielen. Das ganz normale Ratchet & Clank-Level-Gameplay wird uns vielleicht erst in der nächsten Folge ereilen. Obwohl, ich glaube, so lange dauert das hier ja gar nicht. So, dann würde ich gerne... Okay, gut. Dann nehme ich das noch mit. Dann sterbe ich einmal kurz und schon können wir weitermachen. Speedrun. Moin, moin, moin. Ja, es ist doch auch wieder nur Leben. Ey, ich weiß doch nicht, was richtig ist. Links oder rechts. Verdammt. Ich hätte fast verdammte Scheiße gesagt, ey, boy. So. Haha. 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 Gut. Wie komme ich hier... Was ist Leben? Mann! Nicht
So, gut, dann haben wir das schon gemacht. Dann können wir hier einmal lang und mal gucken, was können wir denn hier abgreifen. Ich weiß, ihr seid genervt. Ich bin ein wenig genervt. Aber ich will das Level mit allen einsammelbaren Einsammeligkeiten komplettieren. Das heißt, ich möchte hier links und einmal rechts rumgegangen sein. Und hier war nichts. Okay, gut. Ich hab einfach die Zeit von uns allen verschwendet. Gut, das war's. Und wenn da am Ende keine 100 steht, ne, dann aber wirklich. Dann bin ich traurig. So. Haben wir hier oben irgendwas? Nee, ne? So, das noch nicht kaputt machen. So muy inteligente bin ich schon. So. Mein Gott. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Frag mich nicht, warum ich da immer reinlaufe. So, das ist nichts zum Töten, Blazy. Das kannst du vergessen. Ich warte noch auf das Lilane. So, jetzt. Und wir haben es geschafft. Nice! Ja, ich weiß, die paar Nerven, aber die 100 waren es doch wert. Jetzt kommt wieder dieses laute Aufzählen. Ah! Gott! Es ist so unheimlich viel lauter als das eigentliche Spiel. Für euch drehe ich es übrigens immer leiser, ne? Falls ihr das auch unangenehm laut fandet, dann spielt das mal selber mit Kopfhörern. Noch entkommen war, tauchte Quark förmlich unter. Tatsächlich verbarg sich Quark in seinem Geheimversteck auf dem Tran-Asteroiden. Er fürchtete, dass Dr. Nefarius doch noch Rache nehmen würde. Doch als Nefarius nicht mehr auftauchte, fühlte sich Quark wieder sicher und kehrte zu seinem Leben als berühmter Superheld zurück. Doch sollte die Galaxie erneut von Dr. Nefarius hören. Autsch! Was machst du da, du Trottel? Halten Sie still, Sir. Das ist ein schwieriger Eingriff. So, das müsste reichen. Bitte sehr, probieren Sie es mal aus. Was ist los? Wo sind meine Arme? Wessen Hintern ist das? Oh, mein Fehler. Tut mir wirklich leid. Jared! Oh, je. Wir müssen das in Ordnung bringen. Vielleicht später. Ich hätte wissen sollen, dass mit Quark was nicht stimmt. Aber warum sollte uns Quark anlügen? Mann, Quark ist falsch. Falsch, falsch. Du kannst ihn ja fragen, wenn wir ihn sehen. Laut diesem Videospiel hat Quark ein Geheimversteck im Tran-Asteroidengürtel. Ich wette, dass er sich dort aufhält. Er sagt, er will mit uns kommen. Ich glaube nicht. Du sprichst die Affensprache? Ich kann mich verständlich machen. Und jetzt? Deine Ohren erinnern ihn an einen Florana-Mistbiber. Ja, sehr witzig. Ob er noch lacht, wenn er erfährt, dass sein Freund Quark mit Nefarius zusammenarbeitet? Ober, falsch. Quark würde doch niemals... Und was war damals mit Drake? Und die Sache mit dem Protopad hast du wohl ganz vergessen. Wer weiß, wozu er imstande ist. Okay. Ich muss zugeben, dass ich Ratchet & Clank 2 nie gespielt habe. Beziehungsweise angespielt vielleicht, aber... Die komplette Story von Ratchet & Clank, die habe ich eigentlich gar nicht so drauf. Ich habe die PS4-Fassung, die unendlich geil aussieht. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, ey, mein Gott. Und die hat mein... An alle Besatzungsmitglieder! Um 7 Uhr früh findet der verpflichtende Yoga-Kurs statt. Bequeme Kleidung mitbringen. Gut. Ich hasse es, wenn die mir reinreden. Auf der anderen Seite haben die es ganz gut gemacht, dass nie Stille entsteht. Oder beziehungsweise, dass halt immer alles relativ lebendig wirkt. Aber mich nervt's. So. Was wollte ich sagen? Mein kleiner Bruder hat das Game, weil ich ihm das gegeben habe. Weil bei mir zu Hause, also bei meinen Eltern, steht eine PS4.
Und ihm habe ich das Spiel mehr oder weniger sehr lange ausgeliehen. Mehr oder weniger für immer. Aber wenn ich dann irgendwann hiermit fertig bin und vielleicht auch mit den anderen Ratchet & Clank Teilen, werde ich das, glaube ich, auch mal let's playen. Warum nicht? Hey. Hey, Junge. Der Rausschmeißer ist im Angebot. Wenn du schnell bist, kriegst du noch einen Rabatt von 10%. Der Rausschmeißer. Ich wette, im Englischen klingt das um einiges cooler. Alter, wir haben so viel Geld. Ja, ich weiß, dass man hier einmal lang konnte. Das war aber mehr so ein Secret. Deswegen machen wir, glaube ich, erstmal hier die richtige Mission und danach gucken wir uns da hinten nochmal um, ne? Ich glaube, da ist dann nämlich auch der creepy Typ, der uns angeschrieben hat. Oh mein Gott, hier sind Zwerge! Hat sie gerade gesagt. Ich bin so ein Vollidiot. Hat sie gesagt, Gartenzwerg-Verteidigungssystem? Gartenzwerg-Ninja-Verteidigungssystem? Ich Idiot. Gartenzwerg-Ninja-Verteidigungssystem. Okay, cool. Ach, wie süß. Ja, dann wollen wir das natürlich fair halten. Meine Ninjas gegen deine Ninjas. Wait, what? Ich bin mir nicht sicher, wie ich das machen soll. Sieht so aus, als würdest du ein Warpfeldgerät brauchen, um an diesem Kraftfeld vorbeizukommen. Auf dem Planeten Aridia kannst du eins organisieren. Hä, haben wir das nicht gemacht? Das... Ja, ich hab das Ding sogar in der Hand. Where's the problem? Na gut. Ich denke mal... Ach, ich muss das aktivieren, dann ist es aktiviert. Dann kann ich ihn hier machen, das hochbringen. Und dann kann ich, glaube ich... Und dann kann ich mich jetzt dahin walken, teleportieren, whatever. Jetzt ist die Frage. Ich nehme mal den zweiten Ring. Was benutzen wir denn nie? Ich glaube, das hier benutzen wir kaum. Nein, das hier, glaube ich, benutzen wir kaum. Deswegen werde ich da mal dieses Warp-Ding hinpacken. Ist es das? Ja, Warp-Feld, genau. Damit ich das zumindest auswählen kann. Okay. Es hat geklappt. Okay, cool. Noch so ein Ninja-Boy. Das will ich jetzt aber sehen. Oh Gott, meine können aber schießen. Und jetzt können sie fliegen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Können sie schon fliegen? Nee, ne, ab Level 5 erst. Doch, nein, sie können. Unser Verteidigungssystem ist ein bisschen krasser. Okay, ich habe nichts gesagt. Er hat Roboter von sich selber. Alter, die halten aber schon was aus, ne? Und die... Warte, kommen die jetzt immer? Nee, ne? Das ist... Das glaube ich nicht. Oh. Ich glaube, der größte Unterschied zwischen dem Spielstil von mir als kleiner Junge, der das gespielt hat, und jetzt ist einfach, dass ich L2 ganz gerne mal gedrückt halte, um dann halt dieses fixierte Kamerasystem zu haben, dass ich wirklich nur nach links und rechts und dass ich alles noch im Blick habe und ausweichen kann. Ich glaube, früher war das so, ich schaff's nicht, es ist so schwer. Aber ich habe es durchbekommen, mehrere Male. Bis ich irgendwann oben rechts 99999 stehen hatte und die krasseste Rüstung und so und alle Waffen. Also, das Spiel habe ich, glaube ich, ganz gut durch. Aber so Secrets und so haben mich eigentlich nie... Obwohl, interessiert schon, aber jetzt nicht dahingehend interessiert, dass ich das aktiv danach gesucht habe oder so. So, gut, dann muss ich einmal das Ding aktivieren hier. Gameplay. So. Nice. Das ist lächerlich. Das ist, glaube ich, auch wirklich nur für den Gag, oder? Also, das sind da gar keine Gegner. Es tut fast weh, die umzubringen. Hau, Officer, es tut fast weh,
umzubringen. Dürfte ich vielleicht einmal hier... Gut. Hallo. Alter, ich rutsche. So, erste Amtshandlung. Ich glaube, die hier sind gar nicht so schlecht. Meine Deckung ist weg. Meine scheiß Deckung ist weg. Ich weiß nicht warum. Los, Tiersuchende. Ja, ach, Ingrid, bitte. Die Jackpot-Kiste? Alter, ist das unangenehm. Aber auch irgendwie cool. Zum Glück habe ich Clank. Ja, ich weiß, Alter. Ich wusste selber nicht, dass ich so nervig bin. Aber ich wollte jetzt in irgendeinem... Ich weiß, dass es in irgendeinem von diesen Bungalows irgendwas gab. Das klingt jetzt sehr allgemein und abstrakt formuliert, aber ich glaube, es gab ein Titan Boat in einem von denen. Aber na gut, mein Gott. Geht's halt weiter. Okay, ich wusste, dass das geht. Ja, cool. So, ich vertraue auf die automatische Erkennung. Erste Amtshandlung. Zweite. Alter, die fressen drei Bomben. Herr Officer. Nein, okay, ich höre. Hallo. Die spawnen nach, ne? Ist jetzt nicht so, dass ich den die ganze Zeit nicht gesehen habe. Glaube ich zumindest. Dich kann man nicht platt machen. Okay. Ja, okay, ich kann nur... Eben nicht. Okay. Ach, Mann. So, Speedrun. Erste Amtshandlung. Ich weiß gar nicht, wie viel das bringt, aber ich mach's einfach ganz gerne. So. Alter, ich komm echt nicht voran hier. Come on. Ah, hi. Okay, oh Gott. Jesus im Himmel. Jesus. Oh. Okay. Nee, ist nicht so schlecht. Alter. What the fuck? What? Das hab ich ja noch nie gesehen. Das ist das Schrecklichste der Welt. Alter, was die alles eingebaut haben. Das habe ich ja noch nie gesehen. Hallo. Naked Quark. Alter, das war ja creepy. Dieses Spiel überrascht mich noch nach einigen Jahren. So, ich wollte es nicht ganz ausrechnen. Wie viele Jahre das waren? Ach, sorry, ich vergaß. Erste Amtshandlung. So. Siehste Wahl, die spawnen nochmal neu. Ich weiß nicht warum, aber ich mag die Kreisklingen. Das ist... Oh! Das ist irgendwie wie so eine mildere Variante von diesen krassen Raketen, die wir haben, die wirklich... Ich brauche sie nicht, weißt du was? Ich brauche die nicht. Diese armen Viecher. Es tut mir so leid, dass die existieren. Erste Amtshandlung. Oh Gott, kriege ich das hin beim Fliegen? Ja. So. Wollen wir die? Ja. Immer Bomben. Alter, okay, jetzt leckt aber auch sogar das Spiel. Holy Macaroni, was mache ich denn jetzt? Oh, shit. Ja, die Bomben sind so ziemlich das Stärkste, was ich hab. Los. Oh, Alter. Ach nee, das Ding lebt noch. Okay, jetzt muss ich nur nicht von dem getroffen werden. Jetzt muss ich nur von dem nicht getroffen werden. Shit. Alter, ich nehme schon wieder 20 Minuten auf, hör doch auf. Ich will doch nicht stoppen. Nein, ich stoppe nicht, mein Gott, ey. Ich mache so selten Videos. Aber ich versuche jetzt wieder öfter Videos zu machen, von daher. Aber
Ich verspreche nichts, weil ich die eh nicht halten kann. Und das macht mich und euch traurig. Deswegen verspreche ich das gar nicht erst. Ich kann euch nur sagen, dass ich mit dem Gedanken spiele, wieder vernünftig anzufangen. Oh Gott, bitte stirb. Tu uns beiden den Gefallen und stirb. Dieses arme Wesen. Hör auf zu schießen. Hör auf zu schießen. Ich gehe nach rechts. So. Ja. Weißt du was? Ich nehme jetzt einfach die Raketen. Das Ding heißt... Ich stelle mich sehr gut an. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Piu, 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 piu. Piu. Ich habe ihn wirklich original zweimal nicht getroffen. Wow. Erste Amtszeit. Ich habe das Gefühl, das bringt irgendwie nicht so viel. Oh, ich weiß, was gar nicht so schlecht wäre. Weltfrieden. Und ich könnte einfach mal ein paar Geschütze platzieren. Oh shit, habe ich denn nicht eingekauft? War ich denn nicht vorhin einkaufen? Muni einkaufen? Die hier meine ich. Dann mache ich ihn hier. Und ihn hier. Und, ach Gott, die ballern auf das unzerstörbare Schildkrötengeschütz. Wisst ihr was? Aber das kann ich nicht machen. Ich will nicht damit anfangen, dass ich die ganzen Leute hier ignoriere. Und einfach durchrunne. So. Haben wir's? Gut. Nein, es ist immer so eine kleine Versuchung, genau das hier zu früh zu machen. So, Vernichter bitte. Okay, Nitro-Spucker. Oh, ha! Ja! Cute. Okay, wir fangen an. Geschütz, E-Mac, Geschützen. Was muss ich jetzt loslassen? Dreieck. Dann so. Er wird mich so weghauen. Shit. Alter, es ist doch echt fucking unmöglich. Kreislängen! Tut euren Job. Und klingt und kreiselt. So. Haben wir hier alles? Nein, ich wollte einmal hoch eigentlich nur, aber ja, hier ist nichts. Ne? Hier rechts. So. Erste Amtshandlung. Zweite Amtshandlung. So, und dann nehmen wir wieder die eine Dingens hier. Alter, jetzt leckt es aber kurz. Und wir sind bei unseren schwarzen, transparenten Löchern. Alter, ich hab den Kork einfach weggesaugt. Okay, gut zu wissen. Mach ich so. Alter, werd ich gerade weggesaugt? Alter! Ich brauche ja nur eins von denen. Aha! Okay, das war eine Trophäe. Na gut. Aber eine coole, von Quark. Cool wird im Zusammenhang von Quark immer mit Q geschrieben, das wisst ihr. So. Dann hier lang. Oh. Was passiert hier? Okay. Wo ist denn meine Sniper? Die können wir nochmal reinzoomen. Wie süß. Sein Schränkchen. Er hat ein Bild von seinem Logo neben seinem Bett. Ach, egal. Okay. Ich finde es komisch, dass man mit dem rechten Trigger zielen kann, was noch völlig in Ordnung ist, aber mit dem linken auch. Ich wollte eigentlich Ratchet damit bewegen, aber es geht nicht. Okay, gut, dann müssen wir mit Clank hier weiter... Oh. Die Ninja-Dinger. Roboter-Ninja-Zwerge. Ja, genau, die sind jetzt nämlich in unserer Größe und die werden jetzt vielleicht doch zum Problem. Ich nehme alles zurück, was ich gerade behauptet habe.
25 ist schon arg lang, oder? Ich glaube, ich mache ihn mal. Ja, ich mache ihn mal Schluss und bringe mich hier kurz um. Dann machen wir in der nächsten Folge hier einfach weiter, ne? Das ist doch ein schöner Start- und Endpunkt. Gut, dann bis hoffentlich morgen, übermorgen, überübermorgen. Auf jeden Fall in den nächsten Tagen. Ich nehme jetzt auf jeden Fall weiter auf.